Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Stasis. Wir wollen hier unseren Datentag entfernen, aber eigentlich ja auch nicht. Narkosemittellager. In einem OP müssen mindestens eins davon Tipps auf dieses. Okay, aber ich möchte erstmal probieren, wir haben jetzt diesen Datentag, diesen anderen bekommen, ob wir denn da nicht an der Rezeption an dieses Sicherheitsdings da kommen. Oder müssen wir uns das erst einpflanzen lassen? Ich probiere es jetzt mal, ob ich das einfach so benutzen kann damit. Persönliches Datentag mit Krankenschätzungsterminal. Elizabeth Swanson, Kraft fällt aus. Aber jetzt die Tür immer noch zu. Oder ist jetzt ein anderes Kraftfeld noch aus? Habe ich das wieder angemacht? Ist jetzt hier das Kraftfeld aus? Können wir jetzt hier weitergehen? Ah, hier ist jetzt das Kraftfeld aus. Perfekt. Gut, dann mussten wir das eh machen. So, was haben wir denn hier? Entsorgter Stasisbehälter. Dieser Pot sieht aus, als ob er seit einer ganzen Weile nicht mehr angeschlossen wurde. Können wir etwas tun? Was? Aha. Ja, interessant. Leerer Stasisbehälter. Ein leerer Stasisbehälter weckt die traurigsten Erinnerungen. Das ist der Vorbote von Trauer. Tia, a survivor. Someone alive. Not exactly. He's in stasis. It can be dangerous to wake someone from stasis without the proper procedures being followed. So who the hell woke me? Forget him, John. You need to think about the mission. Eigentlich hatte ich ja den hier angeklickt. Irgendwelche chemischen Verbindungen. Auseinandergerissene Tür. Der ist ziemlich kaputt. Unglaublich, mitten in diesem ganzen Abgeschlacht ist ein weiterer Überlebender definitiv lebendig. Seine Lebenszeichen sind normal. Ob er sich wohl darüber bewusst ist, was an Bord der Goomlake passiert ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Leer, aber funktionstüchtig. Kaputtes Stasis-Steuerungsterminal. Ja, schön. Gehen wir mal weiter. Ein Stasisbehälter, Chip und Beine. Was machen wir damit? Was macht man damit? Werden wir wohl noch herausfinden. Lagerkisten, Kisten und Lagerregale in verschiedenen Größen stehen wie Soldaten bedrohlich an der Wand aufgereiht. Da haben wir noch Beine. Diese Oberschenkelknochen wurden in gegenseitige Richtung verbogen und aus ihrem Gelenkpfannen herausgerissen. Another body. Two. Buke Carter. Haben wir von dem schon was gehört? Ich weiß es gar nicht. 20. Februar. Schweig still, mein schlagend Herz. Ich habe heute in der Hydrokultur eine absolut göttliche Kreatur gesehen. Sie ist mit Erica, dieser Krankenschwester, befreundet. Erica wirft mir immer nur böse Blicke zu, aber Sadie. Sadie ist einfach ein göttliches Geschöpf. Tolle Kurven und das Gesicht eines Engels. Ich denke mir ständig neue Gründe aus, die Krankenstation in der Hydrokultur zu besuchen. Sie bemerkt mich aber gar nicht. Ich gehöre nicht zum medizinischen Personal. Die Soldaten in den Genesungsbereichen schauen immer ganz komisch, wenn sie mich am Fenster sehen und ich versuche, Sadies Aufmerksamkeit zu wecken. Ich muss eine Möglichkeit finden, direkt mit ihr zu sprechen. Ich habe sie auf dem Weg zur Dekontaminierungskammer ist auch schön, gesehen. Da scheint sie nach jeder Schicht hinzugehen. Vielleicht versuche ich mal ein Gespräch bei den Maschinen in Gang zu bringen und lade sie auf einen Drink ein. Morgen mache ich das. Oder vielleicht besser übermorgen. Morgen habe ich eine Doppelschicht. Aber man muss schon ein mutiger Mann sein, um an rätselhaften Wissenschaften in den Tiefen des Kosmos zu arbeiten, oder? Als ob die Sporttasse in der Schule sowas Cooles wie ich... Ach, die Sportasse in der Schule sowas Cooles wie ich hier auf die Reihen bringen würden. Ich riskiere Leib und Leben, um wichtige Elektronik zu reparieren. Und dafür braucht man wirklich Courage. Ich bin vielleicht kein Soldat, aber ich finde, ich habe jedes Recht, mich einen mutigen Mann zu nennen.
20. Mai. Was soll dieser Shutdown? Meine Güte, 9 Tage. Ich versuche schon seit einer Woche zu den Chirurgiepods durchzukommen. Nachdem sie den Zugang für unnötiges Personal verboten haben, gehe ich nicht mehr in die Hydrokultur, um Sadie zu sehen. Jetzt hänge ich einfach im Produktlager bei den Automaten herum und hoffe, ihr da über den Weg zu laufen. Aber wenn ich sie dann sehe, bringe ich kein Wort raus. Scheiße, ich bin echt armselig. Ich lese gerade dieses Buch von Ariane Sanchez. Da geht's um die Eugenikkriege. Was auch immer das ist. Ist echt nicht zu fassen, dass wir das alles überhaupt dürfen, was wir hier auf der Groom Lake anstellen, wenn man sich mal überlegt, was damals passiert ist. Das Buch muss ich allerdings verstecken. Dr. Malan hat es mich im Pausenraum lesen sehen und ist völlig ausgetickt. Hat gedroht, das Buch zu verbrennen und mich zu feuern. Aber es bleibt jetzt unter meinem Bett und ich nehme es auf keinen Fall mit auf meine Runden. Stattdessen nehme ich eins aus der Pangea-Serie von W.C. Dark mit. Heißt der echt so? Das wage ich ja zu bezweifeln. Ich liebe Major Plothole, der ist unglaublich. Ich wünschte, ich hätte die Eier, zu den Marines zu gehen, anstatt in der Technik zu hocken. Ich wäre echt gern wie er. 23. November. Heute sind die Rationen reingekommen. Die haben wirklich niemanden umgehauen. Ist alles Notfallfraß, von daher nicht wirklich Sterneküche, aber meine Fresse. Ich hatte ja nicht viel erwartet, aber das ist wirklich übel. Wenn das Essen knapp ist, drehen die Leute durch. Lotus hat Malone eine verpasst, hat der armen Sau die Nase gebrochen. Steve hat Probleme, die Leute davon abzuhalten, aufeinander loszugehen. Ich frage immer wieder, warum wir nicht die Hydrokultur plündern können, aber mir wird immer wieder über den Mund gefahren, speziell von Sadie. Sie sieht echt angepisst aus, wenn sie mich sieht, aber nicht annähernd so angepisst wie Dr. Malan und Dr. Al-Rajkupa anschaut. Ich glaube, sie hasst mich. Warum habe ich sie früher nicht nach einem Date gefragt? Weil du ein Schisser bist, Burke. Ein dreckiger, stinkender Schisser. 18. Dezember. Der Strom ist wieder ausgefallen. Ich habe so eine scheiß Angst, dass ich kaum atmen kann. Diese Gerüchte von wegen Tieren treiben sich in der Nähe von Medizindecks rum. Das sind keine Gerüchte. Ich habe gesehen, wie eins von diesen Dingern einen Typen zerfetzt hat. Habe es nicht genau gesehen. Ich dachte, er hat es gesehen. Habe es nicht genau gesehen. Ich glaube, die waren blass und hatten einen Schwanz. Die treiben sich rum wie ein Rudel Hunde. Sie sind stark. Die Leute haben Angst und sind hungrig. Ich habe mein Quartier noch einen kleinen Nahrungsvorrat gebunkert. Ich habe nicht mal Steve was davon gesagt. Ich schäme mich, dass ich es für mich behalte, aber die Leute drehen völlig durch, Mann. Ich kann mir vorstellen, dass das Horten von Nahrung gegen die Regeln verstößt. Migiletta würde mich umbringen, wenn der wüsste, dass ich Rationen gebunkert habe. Der Typ hat sie doch nicht alle. Neulich hat er mich fast erwürgt. Caswell musste ihn bändigen. Mir tut noch alles so weh von der Operation vorhin. Steve wurde ausgewählt, um eine Sicherheitsdung umzuprogrammieren und der Typ ist einfach losmarschiert und hat das erledigt. Er ist ein Held, nicht so ein Schisser wie ich. 24. Dezember, Weihnachten! Jetzt bin ich nicht nur ein Feigling, sondern auch noch ein verdammter Mörder. Schrei doch nicht so. Ich habe diese armen Schweine in Stase benutzt, um die beschissenen Dinge daran zu hindern, in meine Nähe zu kommen. Ich habe einfach die Stahlseinheiten benutzt und den Reaktivierungsprozess eingeleitet. Als sie dann aufgetaut waren und rumgetaumelt kamen, haben diese Monster schon auf sie gewartet. Ich habe einen ungenutzten Produktlagerraum gefunden und mich darin eingeschlossen. Als der Durchbruch gemeldet wurde, konnte ich die Schreie hören. Ich habe mich eingepisst, verdammte Scheiße. Ich habe mich eingepisst. Benimmt sich so ein echter Mann? Als ich weggerannt bin, habe ich Sadie im Flur kauern sehen, mit dem blutigen Körper ihrer besten Freundin im Arm. Und der schlimmste verdammte Scheißteil dieser Geschichte ist, dass ich nicht im Traum auf die Idee gekommen wäre, stehen zu bleiben. Ich habe einfach nur gebetet, dass ich dadurch genug Zeit gewinne, mir ein Versteck zu suchen. Wer auch immer das hier findet, und ich weiß, jemand wird es finden, so war Burke Carter. Er war ein Feigling. Ich hoffe nur, dass die Computerteile in diesem PDA für den, der das Ding findet, in irgendeiner Form von Nutzen sind. Wenn ich lebendig schon zu nichts zu gebrauchen war, kann ich nur hoffen, dass etwas von dem, was ich hinterlasse, nützlich sein wird. Da steht da, destroy what destroys you. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Hinweise und Berichte, persönliche Datentext, das kennen wir ja schon. Sollen wir jetzt da also so ein Stase-Dings da... Moment, wir können ja, hier können wir ja dran und wir haben doch so einen Chip. Können wir den jetzt hier einbauen? Hallo? Hallo, Inventar? Wir haben doch hier... Stasis-Behälter-Chip. Was? Ach so, da muss ich jetzt sehen. Okay, Moment. Muss ich jetzt gucken. Das ist... Kopf ist CHCH2NO. CHCH2NO. CH2NO, das ist das. Ach so, das muss ich auch noch einstellen, okay. Warte. 4 Striche.
So, da brauchen wir, was haben wir noch hier? Da haben wir noch einen. Ja, was ist das? Das ist jetzt die Frage. Ist das Oberkörper oder Unterkörper? Warte, müssen wir erstmal was anderes nehmen. Ja, was ist das? Oberkörper oder Unterkörper? Das sind ja auch nur, mehr haben wir ja nicht, ne? Hier haben wir den Kopf schön eingekreist. Hier kann ich nicht erkennen, was eingekreist ist. Vielleicht ist das der Oberkörper. H3CNOHNONNCH3 mit einer Spritze. Ich hab schon wieder vergessen, was da stand. Das da war das mit einer Spritze. Aber wir haben doch gar nicht so viele. So viele Starsbelt haben wir doch gar nicht. Ja, das hatten wir gerade. Das war der Kopf, den haben wir auch schon. Umschalten kann ich ja hier auch nicht. Hier haben wir noch OO6 bla 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 mit 3. Das ist vielleicht der Unterkörper. Das da. Aber mit wie viel Dingern? Ach so, da sind auch die Punkte drunter. Ah, 3. Und da 3 Spritzen. Okay. So, warte. Das war der Kopf. Was haben wir denn hier? Können wir die Punkte erkennen? Okay, 3. Das ist 3 mit einer Spritze. Haben wir das? 3 mit einer Spritze haben wir. Ja, was mit dem Rest? Der Rest muss ich jetzt ausprobieren, oder was? Oder wo finde ich jetzt noch Infos darüber? Menschlicher Rumpf. Die roten Lichter werfen lange schreckliche Schatten auf das Gesicht des Opfers. Lagertanks. Stabile Konstruktion. Die Warnungshinweise auf den Seiten deuten darauf hin, dass diese Tanks gefährliche Materialien enthalten. Okay. Wir brauchen ja mehr Infos über die Stase-Dinger. Hier haben wir ja auch... Rausnehmen tut er das nicht, ne? Und der Sauerstoffzylinder, der fällt ihm da auch nur auf den Boden. Ich verstehe nicht, warum. Technische Geräte. Chirurgie-Potbett. Ein Schrei nach Ruhe. Schlaf. Können wir denn... Können wir hier aus der Dings auch nicht raus? Hier ist zwar das Kraftfeld weg. Oder können wir da, wenn wir da... Ist das so bewegungsmeldermäßig? Mal vielleicht hier die Körperteile dran halten? Warum ist da zu? Muss ich jetzt echt ausprobieren? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier stupide ausprobieren müssen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, richtig. Nee, da wollte ich ja nicht wieder hin. Irgendwo übersehe ich noch Hinweise. Aber wir haben ja hier nicht so viele Stase-Behälter. Hier den. Das ist das mit den... Das haben wir ja. Das haben wir auch. Der ist leer, aber funktionstüchtig. Das haben wir auch. Aber den Rest haben wir nicht. Hm. Das verstehe ich gerade nicht.
sind ja nicht alle Infos da. No. No, it's one. Oder warte mal, stand hier irgendwas drin, wie er das gemacht hat? Ja, steht nur, dass er das gemacht hat, aber nicht... Ach, guck mal, da ist noch was. Da ist noch so eine Info. C. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ein Arm. Das könnte noch eine Info sein. Aber. Das ist ja nur dasselbe, ne? Ja, liebe Kollegen. Tja, Leute. Was mache ich denn jetzt? Habe ich irgendwas übersehen? Sind hier noch andere? Also nur die 1, 2, 3 Stase-Behälter. Und wir haben, wie viele Dinge haben wir hier einzustellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir noch den Hinweis von dem PDA da nehmen, dann haben wir 4. Oder waren bei den anderen PDAs auch noch Infos? Warte mal. Schauen wir uns mal die PDAs nochmal genauer an, ob da auch so Zettel mit Infos dran waren. Da, guck mal, die sind da. Ach, die sind da überall dran. Oh Gott, oh Gott. Moment, ich brauche nur noch einen Zettel. Was ist das hier? Wir haben mal so eine Rücksendung, da kann ich draufschreiben. Ah, ist das schwer zu erkennen. Das ist auf jeden Fall 4. Punkt 4. Eine Spritze. Das ist oben mit CH3 auf N auf CH3 auf CH3 oder 5. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir das irgendwo einbauen können. Das ist auf jeden Fall Nummer 4. Nee. Das hatten wir doch schon. Das ist doch das hier, oder nicht? Hm. Okay, warte mal. Ich muss mir das nochmal genauer aufmalen. Also wir haben hier CH2 N dann hier ein O. Das ist Nummer 2, 4 Spritzen. Und es ist scheinbar der Kopf. Ist das denn wirklich der Kopf? Ja, das ist wirklich der Kopf. Nummer 2, ja gut. Der Kopf stimmt auf jeden Fall. So, dann haben wir. Huch. Dann haben wir hier. H3C geht auf N, da geht oben nach O, das geht dann da nach HN, nach N, nach N, CH3 und da nochmal nach O. Das ist Nummer 3 mit einer Spritze. Nummer 3 mit einer Spritze, das ist der, okay, den haben wir auch auf jeden Fall. So, was haben wir hier bei dem noch? Da haben wir O, O, und dann da H3CSO3H und da unten NH2, beides 3, Nummer 3 mit 3 Spritzen. Ja, das ist das. Okay, wir haben also den Kopf, wir haben das und das. Das heißt, das fehlt.
Ich muss mir das mal irgendwie notieren. Also, Kopf haben wir, das haben wir, das haben wir nicht, das haben wir, das haben wir, das haben wir nicht. Oder warte, wir haben, das haben wir, das haben wir, das haben wir nicht, das haben wir, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Okay. Guck mal. Nee, das ist falsch. Okay. Also wir brauchen noch was für das dritte von oben. Da haben wir ja noch die Nummer 4. Okay, warte, ich muss nochmal an die Dinger dran. Ich muss nochmal an die PDAs dran. Ich bräuchte einen anderen Zettel, weil der Zettel ist schon voll geschrieben. Nehmen wir hier Werbung. So, wir haben, da haben wir dann. Also auf jeden Fall 4-4. N ist auf H. Und da rechts ist so ein C. Und mehr sehe ich nicht. Und da ist nochmal eine 1. Also vielleicht ist das. Oder? Ist das eine 1? Weil das ist beides 4. Wahrscheinlich eine Spritze. Okay. Nummer 4. Das könnte jetzt. Der hier, der ist es nicht mit Nummer 4. Den haben wir. Der hat keine 4. Der ist es mit einer Spritze. Immer noch nicht richtig. Okay, gut. Wir werden das in der nächsten Folge weiterlösen, das Rätsel, denke ich mal. Oder machen wir es jetzt? Ne, machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Stasis. Macht's gut. Tschüsschen.